Eine der großen Marken bekommt einen neuen Teil. Halo-Fans können sich auf Halo Infinite freuen. Der neueste Ableger soll noch umfangreicher als alle bisherigen ausfallen. Weitere Details wurden allerdings nicht veröffentlicht. Mit Ori and the Will of the Wisps erwartet uns der zweite Teil des gefeierten Indie-Hits Ori and the Blind Forest, der vor allem durch sein traumhaftes Artdesign überzeugen konnte. Für Rennspielfans gibt es mit Forza Horizon 4 einen neuen Leckerbissen. Im neuen Teil der abgedrehten Rennspielreihe geht es nach Großbritannien. Dynamische Wetterbedingungen sowie eine sogenannte Shared World sollen diesmal eine große Rolle spielen. Außerdem kündigte Microsoft mit Sekiro Shadows Die Twice ein neues Spiel der Dark Souls-Schöpfer From Software an, das diesmal im feudalen Japan angesiedelt ist und deutlich schnelleres Gameplay bietet. Zu The Division 2 zeigt Microsoft erstmals Gameplay-Material in Form einer Mission, bei der die Spieler das Kapitol in Washington DC zurückerobern müssen. Auffällig dabei, der Winter des ersten Teils ist vorüber, es ist kein Eis und Schnee mehr zu sehen. Laut Entwickler Ubisoft spielt der neue Teil 7 Monate nach dem aus dem ersten Teil bekannten Virusausbruch in New York. Am 15. März 2019 soll The Division 2 erscheinen. Fans der Gears of War-Reihe bekommen gleich dreifachen Grund zur Freude. Mit Gears Pop erscheint ein Spin-off für Android- und iOS-Geräte, bei dem die Protagonisten aussehen wie die beliebten Pop-Vinyl-Figuren. Gears Tactics führt die Gears of War-Marke in das Rundenstrategie-Genre ein und zu guter Letzt wird die Hauptreihe mit Gears of War 5 fortgesetzt, diesmal mit Splitscreen und Online-Koop-Modus. Des Weiteren zeigte Microsoft einen neuen Trailer zu Metro Exodus und gab den 22. Februar 2019 als Release-Termin an. Zum Abschluss der großen Pressekonferenz gab es den ersten offiziellen Trailer zu Cyberpunk 2077, dem neuen Sci-Fi-Hit von den Witcher-Entwicklern CD Projekt Red. Basis für die Spielewelt ist das klassische Pen-and-Paper-Rollenspiel Cyberpunk 2020.